Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Map Ravensberg. Das Wochenende ist rum, ich muss jetzt mir Überblick verschaffen. Hier kann man auch Mischration abkippen. Den kann man gleich füllen wieder. Den kann ich gleich wieder zur Produktion schicken. Ich habe das Problem gehabt, dass mein Gras immer angewelkt ist. Ich habe jetzt alle Flächen mal gekalkt. Gedüngt sind sie ja eh. Jetzt muss ich nächstes Mal schauen, ob das Gras besser ist. So, du fährst jetzt kurz. Schauen, was denen noch fehlt. Der ist der Milchviehstall. Wasser, Strohpelz, das ist aber dran. Er hat schon Milch drin. Ich habe ein paar Kühe verkauft vorher, deswegen habe ich jetzt keine 200 voll, der geht bis 500. Schafweide geht's gut. Wolle muss ich gucken und den müssen wir. Ja, noch Gülle, den muss ich noch rausholen und dann kann ich den entsorgen, also abbauen. Du bist unterwegs hier, du willst die Gülle holen, genau. Der ist schon unterwegs, jetzt müssen wir durchschauen, was die alle machen. Die 16 reichen noch nicht. Dich kann ich eben die Butter verkaufen lassen, wenn es schon mal was gibt. Das ist ja auch noch immer das Problem, dass der einfach zu langsam produziert. Aber ich habe noch nichts Schöneres gefunden. So, da steht einer im Weg. Du verkaufst den Mist, das ist das von einem alten Kuhstall noch. Wenn du schon mal da bist, kann ich mal eben die Produktion durchgucken. Dünger ist soweit leer, der ist am Produzieren. Ist was wieder voll. Wasser brauchen wir da. Gut. Kompost hat nicht viel drin, da ist auch nicht viel drin. Und Saatgut. Hey, brauche nichts zu machen. Getreide brauchen wir. Also kann ich dich zum Parken bringen. Ich kann mal eben schauen, was wir noch im Lager haben. Sojabohnen. Zuckerrüben. Zuckerrüben können wir. Schauen wir mal eben, was die Zuckerrüben machen. Der sieht aber gut bestückt. Ne, Zuckerrüben können wir nachlegen. Okay. Das ist immer ein Problem. Ich kriege nicht alles rein da. Zuckerrüben passt rein. 20.000, glaube ich. Die 20 sind drin. Also 50 kann ich noch. 52.000. Ja, dann kann ich den voll machen. Dann machen wir den zum. Vom Hofsilo holen die Zuckerrüben ab. Dann kümmere ich mich da um das ist die Butter, genau, die Butter wir verkaufen. Und dann schauen wir gleich mal, was die Zuckerfabrik macht. So, was ich vergessen habe, wie immer, ist die Lautstärke wieder hochzustellen. Damit auch die Geräte hört. Also ich für mich stelle sie mal ein bisschen runter, weil auf Dauer wird es mir zu laut.
So, da steht nicht viel. Fehlt aber noch was. Da ist aber noch Platz. Also. So, dass sie Raps- und Sonnenblumenreif werden, damit wir auch die Ölproduktion testen können. Jetzt bringen wir eben die Melasse, Melasse ist das, glaube ich, hier hin. Zucker verkaufen, haben wir das auch erledigt. Nach dem Kauf des Kuhstalls und nach den Mengen an Bodenarbeiten, so gut, dass ich Geld wieder reinkriege. Hier verkauft automatisch hier, das ist sehr gut. Dann stellen wir dich gleich wieder ab. So, das ist sehr gut. Jetzt wollte ich was gucken. Ich nehme mal Motor aus. Wir haben hier Platz. Hier so. Ich habe was gesehen. Und das unter Diverses läuft. Passives Einkommen 5000 und ich bekomme bei dem 50 pro Stunde, das ist nicht viel. Kann hier nicht platziert werden, warum nicht? Warum machst du den Platz da nicht? Komm, kriegen wir noch den dritten dahin. So, wir haben ja genug Mist. Wasser kriegen wir auch noch dahin. Das ist doch schon nett. Da gibt es einen Olivenhain. Kostet weniger, gibt mehr. Oh, der erhöht mich gleich hier. Das ist nicht schön, was er da gemacht hat. Obwohl hier sehe ich, da drüben ist das genau. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Also muss ich da noch ein bisschen. Warte mal, dann kann ich die wieder. Kann ich die so wieder rausnehmen. Also das war nicht gut. Kann man die da nicht hinsetzen? Dachte, ich könnte jetzt ein bisschen Geld machen,
Den ist jetzt einfach nur. Das war jetzt unnötiges Geld ausgeben. Angleich planieren ist den da. Dann machen wir das hier wieder runter. Da mal noch einen wegschmeißen. Das war ein Satz mit X, das war auch nix. Ärgerlich. Gut, war ein Versuch. Ist kläglich missglückt. Also. Guck mal, dass wir da einen anderen Platz finden für Olivenbäume. Aber das macht die. Wir sind ja beschäftigt. Das ist nicht viel. Was fehlt denn da? Silage. Wir haben noch Wasser drin. Wir können Wasser, wir können mal eben die Ahorn, ist Ahornbäume gießen. Gucken, dass das wenigstens funktioniert. Da oben ist ein Feld fast reif. Da müssen wir auch drum kümmern. Schauen wir, ob das hier funktioniert. Ja, das funktioniert. Der will es. War jetzt fast ein LKW mit Wasser. Ja, dann schicke ich die Wasser holen. Dann schicken wir dich Wasser holen. Da muss ich noch ein bisschen Grün drum machen, sonst sieht das ja nicht aus. Dann machen wir mal Erde hin. So sieht das schon besser aus. Du bist angekommen, du musst die Gülle holen. Ich habe noch keine Ahnung, was ich hier hinmache, wenn der Stall weg ist. Aber ich hatte ja gesagt, ich will vielleicht das Feld vergrößern. Das war es genau. Wieso kann ich da jetzt nicht aussuchen? Da ist doch auch Gülle. Kann hier nicht aussuchen, das ist doch die Güllepumpe hier. Das hat letztes Mal funktioniert. Ja, das mit dem Tor, das ist eine Katastrophe. Habe mich jetzt festgefahren.
Mein Gott. Also, gibt es keine Gülle. Dann schicken wir dich parken. Jetzt hast du mich schon wieder aufgeregt. Das ist nicht gut. Edu parken. So, da gibt es eigentlich dann nichts mehr. Kurstall, das kriegen wir nicht wieder raus. Die Gülle verzichten wir drauf. Dann schauen wir, ob wir den einfach rausschmeißen können. Und dann trennen wir uns von dem Kühlstall und ist weg. Gut Geld, gut. Dann gucke ich mal, ob der Besen hier funktioniert. Es hört sich Besen so an. Da hätte ich noch einen Besen, da hinten ist noch ein Besen. Ich glaube, ich bringe den jetzt einfach mal zum Kuhstall hoch. Also da jetzt den Hänger extra für zu holen, wäre, glaube ich, übertrieben. Achso, hier bin ich auch noch dran. Ich habe da planiert und gegrubbert so quasi. Deutsch gesetzt, es gibt die Textur gegrubberte Erde. So, bewegt sich das gut. Und da wollte ich jetzt Gras säen drauf. Da habe ich eine neue Grasfläche. Weil ich brauche ja eigentlich sehr viel Gras. Fütterntube drüben, also müssen wir drüben den Besen haben. Ne, guck mal, hier funktioniert. Also hier funktioniert er jetzt. Mal gucken, ob der auf Dauer funktioniert oder ob der auch hier wieder kaputt geht. Aber bis jetzt funktioniert, dann stellen wir den mal dahin. Jetzt, wie gesagt, wollte ich Gras säen, also ich brauche eine Sämaschine. Dann nehmen wir die Abkürzung. Springen geht nur mit Anlauf.
So, warum bleibst du nicht? Okay. Ich müsste dann mit der Sonde auch drüber. Ich muss eben mal schauen, was meine Felder machen. Also reif ist noch nichts. Die 25 wäre das erste Mal. Die 32 hört man noch nicht. Der 31er fällt weg. Das ist ja jetzt mein Kuhstall. So, und da bin ich jetzt dran. Das heißt, ich könnte jetzt mal eben mit der Sonde da drüber. Da ist meine Fräse. Die hört zum Misthaufen, genau. Wen habe ich denn frei für die Sonde? Dich. Damit ich präzise düngen kann. Precision Farming. So, das Feld sieht schon gut aus, wenn es dann mal reif ist. Ich hoffe, das Thema ist gegessen, denn jetzt mit dem Kalk, dass ich wieder vernünftiges Gras bekomme. Sonst habe ich bald Schwierigkeiten, keine Silage mehr machen kann. Dann habe ich kein Mischfutter und es sollen ja mehr Kühe werden. So, hier das Feld vergrößern lohnt sich erst, wenn ich geerntet habe. Da brauche ich mich gar nicht groß drum zu kümmern. Ist die Frage, gibt es überhaupt Autodrive da oben noch? Nee, du sollst nicht die Richtung fahren, du sollst hochfahren. Einmal Schafstall, gut. Dann kann ich den da füllen mit Zuckerrüben. Ich habe da noch. Ist das da? Schnellkomposter, okay. Kritikale. Ich habe noch Mischrationen da drin, okay. Zuckerrüben haben wir's. So, dann läuft die auch weiter. Dann können wir die Kühen eigentlich Stroh geben oben wieder. Das ist auch soweit gut. So, den Schafen geht's gut, da wollte ich nach dem Stroh retten. Man wird ja nicht fertig. Hier können wir auch mal drüber mähen. Ich habe eine neue Maschine gesehen, wo ich mähen kann, der gleich mit aufsammelt. Der Big M macht zwar die Schwad, das ist schön und gut, aber ich habe einen. Ein Fahrzeug gesehen, das schneidet und sammelt gleich ein. So, hier gibt es kein. Wie soll ich das machen?
gibt keine Wolle. Der entsteht scheinbar. Ist dann auch nicht, was er soll. Bist du was am Tun? Ja, jetzt. Aber wir haben es Ende schon wieder erreicht von diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ist diesmal nichts Spektakuläres geworden, aber es gibt auch normale Tage auf dem Bauernhof. Lasst ein Däumchen da, haut auf die Glocke, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.